Hallo zusammen, ich befinde mich jetzt am heiligsten Ort eines Hauses und zwar dort, wo selbst der König alleine hingeht, das Klo, ja. Und auf dem Klo, da zeige ich euch heute, wie man einen Klodeckel montiert. Und zwar ist das nicht grundlos so, ich zeige euch das deswegen, weil mal wieder die Schraubenanleitung falsch ist. Ich sollte es nicht glauben, es wäre vielleicht derjenige, der das gezeichnet hat. Hier, der hätte besser... der Hintergrund ist, ist eine Wellwater vom Hagebaumarkt und der wäre nicht der Comiczeichner wurde, weil zwei Schrauben falsch sind. Und deswegen zeige ich es euch, weil ansonsten rutscht ihr die nächsten 100 Jahre immer auf eurem heiligsten Örtchen rum. Zwei Sachen sage ich vorab, bevor ich hier meine große Dokumentage über Montieren eines Klodeckels zeige. Zunächst mal, es gibt ja verschiedene Klos. Wir haben hier ein europäisches Klo und das europäische Klo unterscheidet sich von den französischen Klos dadurch, dass ein französisches Klo nur ein Loch drin ist. Da hatten meine Kinder früher immer so Schiss davor, dass wir durch Frankreich fahren mit der Autobahn, auf der Autobahn, weil an der Autobahn in Frankreich gibt es ja nur das Blumsklo, ja? Da hatten sie Angst, dass da aber, weiß ich, der Wurm rauskommt oder der Hund. Der Schnappdichtmonster. Keine Ahnung. Aufgrund dessen haben auf jeden Fall meine Kinder, als ich noch klein war, schon immer Angst gehabt vor Frankreich und eigentlich vielleicht eine Aversion gegen Französisch gehabt. Ist geil, wa? Die haben Französisch auf dem Gymi gehabt. Die können es sehr gut. Dann, zweite Ding, auf dem Franz... auf dem Klo, ich habe immer so das, die Menschheit verbringt sehr viel Zeit auf dem Klo, man soll es nicht zu viel übertreiben, aber deswegen ist ja so, dass manche dann auch immer Zeitung lesen, wie ich hier. Ich lese immer hier meine Klo-Zeitung seit 10 Jahren, versuche ich Englisch zu lernen mit World of Press, hier about the mammals. Und this is why my English is still so bad, ja. Man lernt auf dem Klo nicht arg viel, aber ein bisschen geht's. So, jetzt kommen wir dann zur Dokumentage. Wie montiert man einen Klodeckel und wie montiert man die Schraube richtig? Zunächst einmal ist es so, ich habe den alten Klodeckel runtermontiert. Ich lebe nicht so auf dem Klo, ja? Sondern der ist weg. Und dann habe ich mir vom Baumarkt einen Klodeckel gekauft, der nur 9,99 Euro kostet, weil sie wahrscheinlich sich vertippt habe. Keine Ahnung. Dann packt man das ganze Ding aus. Einmal auspacken. Das ist ein WC-Sitzweiß Duroblast Wellwater. Duroblast mit Anti-Klapper-Dings, weil das ist gerade bei Männern wichtig, da fliegt immer der Klodeckel nachts runter. Ja. WC-Sitzweiß. Und hier ist die berühmte Anleitung. Und da mache ich gleich mal ein schönes Foto. Dann nehmen wir mal den Klodeckel. Erstmal hierher legen. Dann gibt es hier. Man sieht zwei so Teile, das sind meistens die Seitenteile. Hier ist es so, da ist sogar beschriftet, ja. Die haben es ja eigentlich echt einfach gemacht. Einmal reinstecken. Zweimal reinstecken. Ja. Im Schritt 2 gibt es meistens irgendein Sicherungssystem, das diesen Deckel hält. Das heißt, in diesem Fall ist es so eine Schraube, die hier reinführt. Andere Systeme, man hat das anders, ja, okay, eine Schraube, dann gibt es immer so ein Deckel, das unter drunter gehört, das ist immer dreckig, ich habe es noch nie sauber gesehen, immer sieht es aus, wie wenn der Scheiß direkt dran hängt, so nach ein paar Jahren ist das obereklig, da hat es noch keine Erfindung gegeben. Zu diesem Teil muss man sagen, das ist, wenn da mal einer was erfindet, der verdient einen Haufen Geld, weil das immer dreckig ist. Kommt Lemontage auf den Dings. Hier machen wir das weg. Jedes Klo hat hinten zwei so Löcher. Außer die französische Klos. Die französische Klos hat nur innen ein Loch. Dann setzen wir diese zwei Dinger dann rein. Und am besten wird man das Klo vorher sauber machen, damit man nicht in der Scheiße reingucken muss. Ja, okay. Kommen wir dazu, wie man die Schraube ansetzt. Man hat es nicht so, sondern ist so. Also wir bauen das mal auf.
von unten her gesehen. Das ist eine Schraube, die kommt hier oben rein. Das kommt hier oben rein. Von unten her kommt sowas. Dann kommt eine Schraube durch und dann wird es von unten her festgeschraubt. Und angezogen wird es mit dem hier. Das hat zur Folge, dass man die zwei Zentrierscheiben erstmal oben einbringen muss. Das heißt, ich gucke mal, schon mal scheiße, ja. Das hier kommt hier rein, damit es zentriert. Auch hier kommt das dann erst rein, dann kommt diese Zentrierung dann rein. Jetzt kommt das erst von unten rein, damit es in diesem Loch hier sich fixiert. Das heißt, das hier kommt hier rein und das passt auch hervorragend rein. Dann kommt unten eine Schraube drauf und die hat eine Dings, dass es sich nicht mitdreht. Dann gibt es so ein tolles Teil hier, das ist da dabei. Das setzt man auf die Schrauben auf. Das setzt man quasi jetzt in die Schraube rein und dann geht es auch so da hoch und dann kann man das auch reindrehen. Und jetzt kommt auch dieser Dorn hier rein, von unten her. Natürlich erst auf diese Schraube rauf. Das kommt hier von unten so rein. Dann kommt eine Unterlagscheibe rauf oder was ähnliches. Dann kommt diese kleine Schraube rauf. Dann braucht man diesen schönen Dinger wieder hier zum Fixieren. Dann setzt man dieses Ding so auf. Das fixiert sich ja jetzt gleich. Dann macht man das jetzt so fest, dass diese Unterlagscheibe auch drauf sind. Jetzt fängt man an zu fixieren. Dann guckt man, ob es passt. Und das Geile an dem ist, mit Schließautomatik, das heißt, der Deckel fällt nie runter. Da knallt es nicht nachts. Der glaubt auch immer, oh ja, guck mal. Besser könnte ja Klone sein, oder? Das war jetzt die Dokumentation vom heiligsten Ort des Hauses, wo nur der König allein hingeht. Werfe den Schlüssel in den weg, sonst kriegt er nämlich das Klo nie wieder auf. Dann müssen das im ganzen Haus abreißen. Lernt ordentlich Englisch, ja, auf dem Klo. This is why you should do your Klo-Deckel very well. Ja. Ich kann natürlich auch ein bisschen Englisch, besser Englisch. Und wenn es möglich ist, denke dran, nehme ein neues Klo, putze das Klo vor der Nacht, ja, weil das, wenn das Zeug, wenn was reinfällt, dann muss man nicht in den Scheiß reinlangen, auf gut Deutsch. Also diese folgende Regel und ordentlich anziehe mit Schließautomatik, und dann klappt es nicht so, oder? Ich bin das Klo, ich spreche hier. Ja, und mache dann, wenn es möglich, nicht diese alte Toilettenschüssel rein, wo früher gab es die, wo sie noch ewig sind, sondern seit 20 Jahren oder so oder mehr gibt es die, wohin sie das Loch haben. Und auch keine französische Einbau, schon meine Empfehlung. Das war sicherlich ergonomischer, aber ich bin mir da nicht sicher, ob dann nicht doch irgendwann mal eine Schlange rauskommt oder sowas wie in Taiwan, wo irgendwo ein Python nach irgendwas geschnappt hat. Also, in dem Sinn, toi toi toi.